Hey ihr Lieben, ich bin's Abby und dieses Video ist Teil einer Winterserie. Und zwar habe ich mich mit 23 anderen YouTubern zusammengetan und wir verlosen super, super coole Preise. Schaut da in der Infobox vorbei, damit ihr wisst, wie ihr an der coolen Verlosung teilnehmen könnt. Eins kann ich euch sagen, es wird im Laufe des Videos eine Zahl aufploppen, also haltet eure Augen auf. Ich habe für euch heute einen Amazon-Haul. Und da könnt ihr auf jeden Fall Inspiration finden für ein paar Geschenkideen, falls ihr noch nicht alle Geschenke besorgt habt. Wenn euch das Video gefällt, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Und für alle, die neu sind, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und dann fange ich auch direkt an. Zwei der Sachen, die ich gekauft habe, trage ich jetzt auch bereits. Ich gebe euch 2 Sekunden zu überlegen. Nein, Spaß. Also, ich habe mir diese Brille gekauft. Das ist natürlich keine Stärke drin, das ist einfach nur Fensterglas. Aber ich finde diese Brille total cool. Die sieht super stylisch aus. Auf Instagram-Bildern gibt es, weiß nicht, es hat einfach irgendwas Cooles. Und auf der Straße ist das auf jeden Fall auch ein mega Hingucker. Also ich finde, diese Brille kann man super gut verschenken an Nicht-Brillenträger. Und dann habe ich auch noch diese Joker-Kette. Also nicht nur eine. Ich habe ein 10er-Pack geholt und da sind super viele verschiedene Joker-Ketten drin. Und ich finde, das ist auch super cool. Also das kann man wirklich mega gut verschenken, weil es einfach verschiedene sind. Das heißt, der Person werden auf jeden Fall über 50% der Ketten gefallen. Ich zeige euch mal. Also erstmal so eine einfache. Nö, die kennen ja eigentlich alle. Dann diese, die man sich ja so rumbindet. Ihr wisst, was ich meine. Dann gibt es auch noch so eine mit so einem süßen Anhänger dran. Also die finde ich auch super schön und auch schön elegant mit dem Anhänger. Und ja, also es gibt so, so viele da drin. Also da wird einem auf jeden Fall richtig viel gefallen. Und ja, so Jokerketten kann man einfach immer tragen. Was ich mir auch geholt habe, ist eine Akkubox. Ich öffne das. Okay, super. Scheiße. Jetzt kann ich es nicht mehr zumachen. Oh, naja. Also, eine Akkubox. Und zwar hat die 2 Stecker. Das heißt, man kann sogar 2 Handys aufladen. Und die hat wirklich mega viel Milliampere. Man kann sein Handy auf jeden Fall bis zu 4-mal aufladen. Und das, finde ich, ist so ein super gutes Geschenk. Wer braucht keine Akkubox? So, ich zum Beispiel, wenn ich immer zur Uni fahre und zurück, dann habe ich nur noch 5% und mit so einer Akkubox hält das dann einfach auf jeden Fall die komplette Fahrt und ich kann auch auf jeden Fall nicht mehr ohne Akkubox. Jetzt hab ich's komplett kaputt gemacht. Ich habe mir Wimpern geholt und so einen Wimpernapplikator, der helfen soll, das leichter anzubringen. Und ich habe diese Wimpern jetzt auch schon getragen und auch mit diesem Applikator dran gemacht. Es war schon was leichter, aber ich glaube, man muss auch damit irgendwie so ein bisschen den Dreh rausbekommen. Was ich so toll finde an diesen Wimpern, dass die so, die haben so ein bisschen Drama. Ich hatte davor die Adele Demi Wispies und die sind schon ziemlich natürlich. Das heißt, wenn du die trägst, fällt es gar nicht so krass auf, dass du welche hast. Aber bei denen fällt das auf und das wollte ich auf jeden Fall. Und die haben, glaube ich, 2,60 Euro oder so gekostet für 5 Paar Wimpern. Und das ist einfach mega gut. Und dieser Applikator, glaube ich, 79 Cent. Und da konnte ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Und das ist, also diese Kombination ist auf jeden Fall geil. Dann habe ich mir auch noch Rizinusöl geholt. Und zwar wirklich eine richtig große Kanne, weil sich das einfach viel mehr lohnt. Ich benutze Rizinusöl für meine Haare. Und ich habe überlegt, ob ich das jetzt auch anfange für meine Wimpern und meine Augenbrauen zu benutzen, sodass die einfach viel dicker und voller werden. Weil mit meinen Haaren, da habe ich überhaupt also keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das hilft mir einfach, meine Haare zu stärken. Und mit so einer großen Tube ist auf jeden Fall, brauche ich auf jeden Fall nicht immer wieder was Neues zu bestellen. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Dann habe ich mir auch Socken geholt, aber solche flauschigen Socken. Ich liebe so flauschige Socken. Die halten im Winter einfach so warm und sind so mega kuschelig. Und ich habe direkt 2 geholt. Hier könnt ihr meinen Fuß sehen. Und ja, die haben 99 Cent gekostet. Die sind sowas von bequem. Und das braucht man im Winter. Und ich finde, so Socken kann man auf jeden Fall auch mega gut verschenken. Ich habe mir auch noch, ja, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber, aber ich habe mir
Proteinpulver geholt und zwar in der Geschmacksrichtung Cookies and Cream. Ja, ich gehe in letzter Zeit regelmäßiger ins Gym. Ich möchte gerne Muskeln aufbauen und da hilft Protein sehr bei. Ich will jetzt gar nicht so viel darüber quatschen. Aber das war jetzt gar nicht mal so teuer für ein Kilogramm. Dann noch mit dem dazugehörigen Shaker. Und wenn ihr irgendwen kennt, der so gerne ins Fitnessstudio geht oder so, dann finde ich, kann man auf jeden Fall so Proteinpulver gut verschenken, weil die meisten Leute, die ich kenne, die so ins Gym gehen, irgendwie ein Ziel vor Augen haben, haben meistens Proteinshake zu Hause. Also kann man das eigentlich auch ganz gut verschenken. Das ist jetzt kein Must-Have, das geht ja auf natürlichem Wege, Protein zu sich zu führen. Nur ich habe das für mich einfach jetzt so als die beste Möglichkeit gefunden. Und jeder soll das machen, wozu er Lust hat, was er vertritt. Und ja, dann habe ich mir eine Foundation geholt. Und zwar die von Sleek. Ich liebe die Foundation von Sleek. Nur wurde sie jetzt abgesetzt. Der gleiche Struggle wie mit Fit Me. Ich weiß nicht, was deren Problem ist. Die war dann 50% reduziert, das heißt, sie hat nur noch 4,99 € gekostet, was natürlich Bombe ist für eine Foundation. Aber leider gibt es sie nicht mehr. Das heißt, das ist jetzt mein letztes Exemplar davon und ich werde auf jeden Fall sowas von sparsam damit umgehen. Das ist die Farbe Gusset, falls es irgendwer interessiert. Vielleicht findet man das ja irgendwo noch. Ich fände es schön. Und dann noch ein Kosmetikprodukt. Und zwar das Banana Powder von W7. Und ja, ich habe einfach so ein Puder gesucht, was ich so schön zum Highlighten benutzen kann. Und ich bin bis jetzt wirklich super zufrieden unter meinen Augen. Da gibt es kein cakey, bakey, nein, Spaß. Also da bröselt nichts oder sowas. Und ich finde das richtig gut. Und die Farbe ist auch für jedermann was. Also für helle als auch für dunkle. Also, ja, sehr gut. Sehr, sehr schönes Produkt. Und jetzt kommen wir zu einem absoluten Baby. Also, wirklich, das ist mein Baby. Und zwar diese Palette von Luvia. Die ist so schön. Ich öffne das mal. Seht ihr diese Farben? Also, so knallig, aber irgendwie auch so pastellknallig. Man kann es gar nicht beschreiben, aber diese Farben sind so schön und diese Palette ist auch wirklich pigmentierend und die ist auch nicht so teuer, also man kann, die finde ich auch richtig gut verschenken, denn da hat man alle Farben, das heißt, man kann einfach von knallig bis zu dezent komplett mit seinem Augen-Make-up spielen, was auf jeden Fall super gut ist. Und es ist vegan. Ich habe mir auch noch eine Handyhülle bestellt und zwar das, ja, so, da ist jetzt mein Popsocket drauf, ignoriert das. Aber diese Handyhülle ist hier überall durchsichtig und am Rand ist die rosé und auch um die Kamera herum rosé. Und ich finde, das sieht super aus. Vor allem auch jetzt mit meinem goldenen Handy, aber egal, ob das Handy weiß ist oder was auch immer für eine Farbe. Das gab es in rosé, in gold, in schwarz. Aber ich finde dieses Muster einfach so cool, dass es nur am Rand so farbig ist. Und so eine Handyhülle braucht jeder, der ein Handy hat und es hat auch eigentlich jeder ein Handy. Also kann man das, finde ich, auch wirklich super verschenken. Ich glaube, die hat auf jeden Fall weniger als 10 € gekostet. Also ist das... also ist das auf jeden Fall ein Schnäppchen. Und dann kommen wir zum letzten Produkt und zwar ist das Glitzer. Ja, ist nichts Besonderes. Ich wollte einfach nur so Glitzer haben, womit ich dann vielleicht mal an Silvester oder sowas oder an Weihnachten mein Augen-Make-up oder was auch immer mit Glitzer ins Haar machen kann oder sowas. Und das ist auf jeden Fall echt cool in so einer kleinen Verpackung. Ja, das war mein Amazon-Haul Geschenke-Ideen-Inspirations-Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen und vielleicht kauft ihr ja das ein oder andere Produkt nach für euch oder auch für jemand anderen. Und ja, vergesst nicht, die Glocke anzumachen neben meinem Namen, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein Video poste, weil YouTube wirklich spackt. Es spackt und zeigt mittlerweile, glaube ich, 40% oder 30% der Abonnenten nicht die Videos in der Abo-Box an. Und das ist wirklich sehr schade. Also macht die Glocke gerne an. Und dann verlinke ich euch meine letzten beiden Videos hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.